Eine Frage aus unserer Community war, ob du kein schlechtes Gewissen hast, dass du Geld mit deiner Tochter verdienst. Mütter, die ihr Familienleben auf Instagram teilen, kenne ich viele. Väter bisher nicht. Heute treffe ich Jonas. Er ist 29 Jahre alt und Papa-Influencer. Ich frage mich, wo sind da die Grenzen? Was für einen Einfluss hat das auf seine Tochter? Und wer profitiert am Ende wirklich davon? Wir müssen mit der Konsequenz irgendwann leben, wenn sie sagt, ey, Mama und Papa, was habt ihr da gemacht? So, ne? Der Situation sind wir uns bewusst. Eure Fragen sind wie immer mit dabei. Herzlich willkommen bei Follow Me Reports. Hallo! Dann werden wir gleich schön begrüßt. Hallo, herzlich willkommen bei uns. Hallo. Kommt rein. Hi, ich bin Hanna. Jonas, hi. Freut mich. Wie heißt du? Thea, ne? Hallo Thea. Ich bin Annika. Hi. Annika, freut mich. Ich muss nur den Hund in Schach halten, weil die ist sehr stürmisch. Okay. Ja, ist eine große Kamera, ne? Ist echt groß, die Kamera, ja. Die ist fast so groß wie du. Das? Und das ist für den Ton, damit die wissen, was wir sprechen. Damit man das hört. Cool, ne? Hast du sowas schon mal gesehen? Wie alt ist Thea? Thea ist 2,5 Jahre alt jetzt. Und das heißt, wäre sie jetzt im Kindergarten? Oder genau, eigentlich wäre sie jetzt heute im Kindergarten. Heute ist sie ein bisschen angeschlagen, ein bisschen schnupfen. Und in der aktuellen Situation gehen wir da lieber kein Risiko ein. Wie sieht denn das so bei euch so der Alltag aus? Im Endeffekt ist unser Alltag auch unsere Arbeit. Das verschmelzt so ein bisschen miteinander. Es ist nicht klar, dass man jetzt sagen kann, okay, das ist jetzt wirklich gerade Arbeit und das ist irgendwie unser Alltag. Was für uns sehr angenehm ist, weil wir so als Familie extrem viel Zeit natürlich auch zusammen haben. Und manchmal gibt es eben Tage, wo wir dann feste Shootings haben, wo wir gewissen Content produzieren müssen, wo klar ist, okay, es stehen irgendwelche Kooperationen an oder wir haben Shootings mit Fotografen. Willst du heute was produzieren? Ja, ich werde heute ein bisschen was in der Story machen und heute Abend wird es auf jeden Fall auch einen Beitrag geben, schon vorgeschrieben. Was machst du jetzt? Also, was wir auf jeden Fall machen müssen, ist Theas Wäsche. Die steht drüben in ihrem Zimmer. Mhm. Dabei kann ich euch natürlich gerne mitnehmen. Gucken wir, kann ich dich unterstützen vielleicht sogar? Sehr gerne. Krasses Zimmer. Wow, ein Zauberstab. Da gibst du ab. Ich muss auf meinen Arm, ich nehme den Wäschekorb und nehmen wir noch irgendwas mit. Dein Baby. Okay. Auf geht's. Okay, auf ins Abenteuer. Wäsche waschen. Machst du oft mit Wäsche, Thea? Hilfst du ihm oft mit? Ja. Ja, was machst du immer? Die Sachen. Willst du die Sachen reinpacken oder willst du gleich mit dem Waschpulver helfen? Das mit dem Waschpulver, okay. Wie teilt ihr euch so die Hausarbeit auf? Also im Endeffekt ist es tatsächlich bei uns so wirklich 50-50 geteilt. Jeder hat so seine Stärken und jeder hat so seine Schwächen. Für mich ist Wäsche machen meine liebste Aufgabe so im Haushalt. So, das ist mir wichtig, das mache ich gerne. Tatsächlich ist es so, dass man ja in der Gesellschaft immer noch ein bisschen Applaus dafür kriegt, wenn man sich als Vater irgendwie aktiv beteiligt, weil es ja eben doch noch nicht so die Regel ist. Und im Grunde genommen möchte ich eigentlich nur, dass es irgendwann normal wird für die nächste Generation, sodass sie nachher nicht mehr die Probleme hat und sich irgendwie rechtfertigen muss, warum wollen wir irgendwie gleichberechtigt unsere Beziehung leben, egal ob es dann eben Partner oder Partnerin für sie später ist. Dankeschön. Vielleicht noch ein kleines bisschen, ja? Perfekt. Du willst das zumachen, okay, dann mach zu. Und was sind so Sachen, die du dir anhören musst, weil du sagst, du musst dich manchmal rechtfertigen? Ja, also ich muss mir dann von anderen Vätern anhören, dass das Leben ja komplett fern der Realität wäre und wie soll man neben Vollzeit noch den Haushalt mitschmeißen und seine Frau unterstützen. Und wenn die Frau zu Hause ist, kann sie doch bitte auch alles erledigen und das Essen soll zu Hause fertig sein, wenn man nach Hause kommt. Und es ist tatsächlich so und das ist auch ein großes Thema auf meinem Account. Mir ist es immer ganz wichtig, so nicht mit erhobenem Zeigefinger irgendwie zu sagen, so muss das sein. Jede Familie soll für sich eben gucken, was ist das perfekte Modell für uns. Aber wir wollen eben aufzeigen, dass es eben entgegen der klassischen Rollenklischees auch eben noch was anderes gibt. Ich glaube schon, dass es einen größeren Mehrwert für die Kinder hat, eben viel da zu sein. Und ich hab das Kind nicht nur bekommen, nur des Kindes wegen, sondern weil ich auch Zeit mit ihr verbringen möchte und will. Ja. Lecker! Was hast du jetzt gerade gemacht? Einen kurzen Getränk gefilmt. Mhm. Also mir ist es tatsächlich wichtig, dass
unser Content nicht irgendwie inszeniert ist oder sie irgendwie hingestellt werden muss für ein Bild oder man meint, sie würde auf einer Bühne irgendwie präsentiert werden müssen. Es soll einfach unser Alltag sein, das Ganze soll spielerisch funktionieren. War für dich schon immer klar, dass du Vater werden willst? Tatsächlich ja. Also durch meine Ausbildung als Erzieher habe ich ja schon viel Kontakt früher auch zu Kindern gehabt. Es ist unfassbar toll, die Kinder in ihrer Entwicklung eben zu begleiten. Was ich so mitbekomme, wirkt es wirklich so, als würde Jonas Thea nur in den Momenten filmen, in denen es auch ganz authentisch ist. Er hat an keiner Stelle gesagt, guck mal her, Thea, oder mach mal dies oder das. Wir sind mit der Kamera ja auch die meiste Zeit jetzt dabei und Theas Bedürfnisse gehen aber immer vor. Meine Meinung ist, ich denke, ich persönlich würde mein Kind nicht zeigen. Wer weiß, so eine Meinung kann sich auch ändern. Was denkt ihr denn? Findet ihr das in Ordnung, seine Kinder online zu zeigen oder findet ihr das ein absolutes No-Go? Schreibt es mal in die Kommentare. Ach, ihr seid schon fleißig dabei. Ich komme mit zu euch. Darf ich auch mitmachen? Hi! Der ist der Apfel. Vielen Dank für den Apfel. Also kannst du dich erinnern, als Jonas angefangen hat mit Instagram, wie war das für dich? Musstet ihr da erstmal diskutieren? Gab es da Meinungsverschiedenheiten? Ging eigentlich. Also es ist einfach irgendwie entstanden. Also Jonas wollte so ein bisschen so dieses ganze Vater werden, Vater sein festhalten, so wie so ein Tagebuch im Endeffekt. Dass sich das jetzt so entwickelt, das haben wir eigentlich auch nicht niemals erwartet, nein. Gedacht, nein. Wenn ich Bedenken habe oder Jonas oder so, wir sind immer im Austausch, wir sind reflektiert, wir sprechen ganz viel miteinander. Was sind so für Momente, wo du Bedenken hast? Ja, also natürlich, wenn es so ein bisschen so in die Privatsphäre geht, ne? Also da haben wir natürlich auch so unsere klaren Regeln. Was sind das für Regeln? Also zum Beispiel, dass wir sie nicht in Situationen zeigen, wo es irgendwie nicht gut geht oder wo sie gerade ganz viel Unterstützung von uns braucht. Da möchten wir wirklich bei ihr sein. Gewisse Situationen, wie zum Beispiel das Trockenwerden, Toilettengang, Wickeln etc., sind alles keine Themen, die wir irgendwie zeigen. Na, vielleicht bespricht man mal kurz was, aber das sind Sachen so, da möchten wir ihre Privatsphäre schon auch schützen. Was sind so deine Grenzen? Wo setzt du die Grenze? Nackte Haut ist so ein Thema für uns. Na, jetzt im Sommer ist es natürlich mit Badekleidung immer ein bisschen schwierig, aber ich würde sie niemals nackt irgendwo zeigen. Nicht in Situationen, die später für sie wirklich unangenehm werden können, wie zum Beispiel jetzt auf dem Töpfchen sitzen. Und sollte sie jetzt irgendwann sagen, hey, ich möchte das nicht, Fotos, Filmen, also wir machen nichts gegen ihren Willen, wenn wir merken, nee, es passt einfach nicht, dann ist das so, ne? Da wird nichts auf Biegen und Brechen irgendwie produziert. Aber wie macht ihr das, wenn ihr jetzt ein Shooting geplant habt? Das muss ja geplant werden, da sind ja auch noch andere Leute, die beteiligt sind und genau. So. Was ist jetzt, wenn Thea dann einfach nicht mag? Ja, dann wäre das tatsächlich, also im Worst Case wäre das so und dann würden wir sagen, okay, dann können wir das Shooting heute nicht machen. Was wir versuchen, und ich glaube, das kriegt man so auch in unserem Alltag mit, ist, dass das Ganze eben für sie gar nicht inszeniert ist und einfach eben unser Alltag und spielerisch ist. Ich meine, das auch das Thema wurde natürlich in unserer Community angesprochen. Macht ihr euch Gedanken über darüber, dass diese Bilder, Videos in falschen Händen gelangen könnten? Stichwort pädophilen Kriminalität. Also es ist ja... Ja, also wie gesagt, es ist ein Thema und natürlich machen wir uns auch darüber Gedanken. Und es wird immer böse Menschen geben, die irgendwas Böses wollen. Und deswegen, gucken wir, dass wir sie bestmöglich irgendwo in dem Rahmen schützen können. In unserer Community wurde auch häufig gefragt, wie ihr das mit euch vereinbart, dass ihr Thea filmt, ohne dass sie tatsächlich zustimmen kann. Also sie kann ja sagen, klar, aber kann sie wirklich einschätzen, was das für sie bedeutet, was das für Folgen haben könnte etc.? Wie geht ihr damit um? Uns ist bewusst, dass sie mit ihren 2,5 Jahren nicht abschätzen kann, was das für eine Dimension und für eine Reichweite eben hat. Finde ich schwierig. Ja, es ist ein absolut schwieriges Thema. Ich glaube, wir werden dann in 10, 20 Jahren sehen, wenn sie irgendwann abschätzen kann, was das Ganze bedeutet. Wer weiß, was dann mit Instagram ist. So niemand weiß es jetzt. Und dann werden wir sehen, wie die Generation dazu steht. Ja, vielleicht findet sie auch cool, ja, und wird irgendwann sagen, hey Papa, voll cool, was ihr da gemacht habt. Ihr habt meinen Alltag, mein Leben irgendwie in einer richtig coolen Form dokumentiert. Und inwiefern ist es, glaubst du, ist da ein gewisser Druck für Thea da, dich zu unterstützen, da auch in dieser Selbstverwirklichung sozusagen?
sie ist natürlich Teil des Profils irgendwie, aber das Profil bin immer noch ich. Und ich habe nicht das Gefühl, und ich glaube, den Eindruck bestätigen alle, die uns auch privat kennen, dass sie irgendwie darunter jetzt gerade leidet. Aber ich verstehe natürlich jeden, der das anders handhaben möchte. Das ist auch was mir wichtig ist. Jeder soll bitte für seine Familie und für sich die Entscheidung so treffen. Also das ist auch interessant, du filmst sie ganz oft irgendwie, ohne dass sie es mitkriegt, ne? Genau. Also, das ist natürlich einmal gut, weil dann bleibt es authentisch. Ja. Also für die Authentizität ist es gut. Ja. Andererseits, sie bekommt es gar nicht mit. Was macht für dich den Unterschied, Thea richtig zu zeigen, so wie du es machst, versus sie zu verpixeln oder zu blurren? Also warum willst du sie zeigen? Für mich der Hauptpunkt ist wirklich die Authentizität. Ich glaube, dass wir damit einfach immer noch die meisten Leute auch erreichen, eben mit dem Sehen. Man hat wirklich auch ein Bild zu den Personen. Das wissen wir von uns selber auch, wenn wir Leuten irgendwie folgen. Und wir würden nur die Stimme hören. Man baut keine Bindung irgendwie zueinander auf. Einfach. Aber das ist ja schon, so, das ist ja, ja eigentlich, also das gerade hast du auch gesagt, naja, damit man eine bessere Beziehung zu euch aufbauen kann, zeigst du auch ihr Gesicht. Das heißt, sie wird ja auch in gewisser Weise dafür genutzt, dass die Leute mehr an euch gebunden werden. Ne, ja, in gewisser Weise natürlich schon. Dem kann ich jetzt grundsätzlich gar nicht widersprechen. Aber es macht für mich eben wirklich dieses authentisch Sein auch aus. Ich kann es auch bis zu einem gewissen Grad total verstehen. Ich sage auch immer, ich wäre auch so stolz auf mein Kind. Natürlich würde ich es jedem zeigen wollen. Ja. Für mich würden halt die negativen Aspekte persönlich überwiegen, dass ich es halt nicht zeigen würde. Aber auch das muss irgendwie jeder selber entscheiden. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Auch wir müssen mit der Konsequenz irgendwann leben, wenn sie sagt, ey Mama und Papa, was habt ihr da gemacht? So, ne? Der Situation sind wir uns bewusst oder der Verantwortung sind wir uns bewusst. Du hast ja über den Tag jetzt schon immer ein bisschen was gefilmt. Ja. Kannst du mir mal zeigen, was du dann genau postest? Ja, na klar. Du hast mitbekommen, ich habe im Laufe des Tages heute ein paar kurze Sekunden gezeigt, so um den Leuten einen kleinen Eindruck zu verschaffen, was wir jetzt heute Vormittag so gemacht haben. Und werde jetzt die kleinen Sequenzen quasi zu einem Video zusammenschneiden, um die dann nachher in der Story hochzuladen. Oh, das geht jetzt sehr schnell. Genau. Dann geht das Ganze online so, damit das Ganze noch einen schönen Mut kriegt. Gucken wir noch nach Musik. Warum jetzt sehen wir sehr viel einfach Thea? Genau, würde ich untertiteln. Du bist ja auch noch dabei. Also wenn du es jetzt authentisch zeigst, könntest du dich ja auch mit zeigen. Genau, also ich würde jetzt vielleicht gleich noch eine Sequenz aufnehmen, dass ihr eben hier seid und den Leuten erklären, was sie da gesehen haben, weil man ja jetzt schon so ein bisschen Sneak Peek-mäßig sieht, so da sind andere Leute bei uns und eine Kamera. Ja, gerne. Und warum sind wir da? Also das würde jetzt erstmal so online gehen, so mit zu sehen sein in meiner Story oder nicht. Wie ist das für dich? Das musst du entscheiden. Du bist ja auch, das muss ja auch aktiv bei Instagram. Ne? Das muss ich jetzt nämlich entscheiden, ob darfst, ich zu sehen sein du möchte. Du darfst es entscheiden. Ich kann auch so die Story machen und einfach nur filmen. Ja, ich hab kein Problem damit zu sehen sein. Also. Okay, gut, dann einmal kurz gucken, passt das so für dich? Und dann nehmen wir eine Sequenz auf. Ja. Guten Mittag, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen, was hier heute Morgen passiert ist. Wir haben nämlich Besuch vom Follow Me Reports Team. Neben mir sitzt Hanna. Ich switch mal eben kurz die Kamera, weil Hanna ist nicht alleine hier. Wir haben hier einen Kameramann, Redakteurin und auch einen Tonmann am Start. Du verdienst ja dein Geld über Kooperationen. Genau. Was passiert denn mit dem Geld? Profitiert da Thea auch davon? Also alles, natürlich brauchen wir erstmal ein gewisses Budget, um unsere Lebenshaltungskosten zu decken. So, das ist bei jedem ja gleich. Und dann wird viel Geld eben gespart, was wir beiseite legen, um uns dann eben Sachen wie Urlaub etc. leisten zu können. Und ein gewisser Teil geht monatlich eben auch für Thea auf ein Sparbuch, an das sie dann eben, wenn sie 18 ist, auch drankommt. Wir schwimmen jetzt nicht im Geld. Wir wohnen in einer ganz normalen Wohnung, fahren ein ganz normales Auto. Aber das kann ich sagen. Ja, mit Instagram verdiene ich mehr Geld als mit meinem vorherigen Erzieherjob oder mit meinem Erziehergehalt. Ja, auf jeden Fall. Eine Frage aus unserer Community war, ob du kein schlechtes Gewissen hast, dass du Geld mit deiner Tochter verdienst. Kein schlechtes Gewissen, weil uns natürlich bewusst ist, dass wir dadurch für sie ein Leben aktuell ermöglichen können, was wir uns vielleicht so mit unseren Erziehergehältern definitiv nicht leisten können. Sie profitiert im Endeffekt davon. Jonas, was wünschst du dir für deine Zukunft oder für eure Zukunft? Ich wünsche mir für die Zukunft, dass unsere Gesellschaft
endlich kinderfreundlicher wird, aktive Vaterschaft nichts Besonderes mehr sein muss, viele Familien die Möglichkeit haben werden, gleichberechtigt Erziehung und Familie auch zu leben. Vielen Dank, dass wir heute dabei sein durften, dass ihr uns so mitgenommen habt. Jonas zeigt sein Leben mit seinem Kind, ja, aber er drängt Thea nie in den Vordergrund. An keiner Stelle hat er gesagt, hey Thea, guck mal her, mach mal dies oder das. Und das kenne ich zum Teil anders von Eltern. Und von daher, das fand ich sehr, sehr gut. Ich glaube, ich würde mein Kind trotzdem nicht zeigen, einfach weil die negativen Seiten für mich überwiegen würden. Aber ich finde, dass Jonas extrem reflektiert damit umgeht und sich auch wirklich Gedanken macht über alle möglichen Konsequenzen, die vielleicht daraus entstehen könnten. Und das finde ich total gut. Findet ihr es in Ordnung, Kinderfotos online zu posten oder ein No-Go? Schreibt es uns in die Kommentare und lasst gerne ein Abo da, dann verpasst ihr kein Video mehr von uns. Mein Kollege Pablo hat Alena getroffen, die bereits im Alter von 14 Jahren ihren Traum der Schauspielkarriere verfolgt. Über die Schattenseiten dieses Jobs hat sie mit ihm in diesem Video gesprochen. Und unsere Kolleginnen von Reporter haben Eltern getroffen, die ihr Kind geschlechtsneutral erziehen. Das Video findet ihr hier.